Hundi ist schon wieder da vorne. Das wäre jetzt allerdings ein... Ja, ne? Hast du wohl deinen Fallschirm vergessen? Mhm. Also, es wäre ganz nice, wenn schon mal unterwegs ein paar Tierchen vielleicht über den Weg laufen. Kohle. Die lassen wir jetzt aber erstmal da, die Kohle. Vielleicht finden wir diesen Eingang hier später nochmal. Hier steht auch schon eine Fackel. Dann fackel ich hier direkt nochmal nach. Haha, wir fackeln nicht lange, der war gut. So. ja, genau, ein paar Tierchen unterwegs wären eigentlich noch ganz cool, dass ich schon mal ein bisschen Essensvorrat habe. Ja, wir müssen jetzt eh erstmal nach Hause unser ganzes Inventar leeren. Hallo, Schwein, stirb. Weil unser Inventar natürlich jetzt vollgeklumpt ist. Und dann können wir uns auch erstmal, bevor wir in die nächste Höhle, nächste Höhlentour machen, uns erstmal mit unserem Wasserfall befassen, wie ich es schon gesagt habe. Aber ich nehme hier erstmal noch ein paar Tierchen mit. Weil Essen ist bei uns echt Mangelware. Kann natürlich auch mal ein bisschen fordert. Wir könnten auch einfach mal eine Zucht anfangen. Oder zumindest noch mal Gemüse, Kartoffeln und Koks. Koks, ja, genau. Und Co. züchten. Ja, Stinger. Oh, noch ein Hundi gefunden unterwegs, ne? Oh, ich laufe natürlich in die völlig falsche Richtung vor lauter Tiere und Hundis. So, jetzt aber schnell, nur noch vier essen. Ja gut, zur Not kann ich ja jetzt auch rohes Fleisch futtern, habe ja wieder was am Start. Aber das wäre jetzt wiederum Verschwendung. Komm her mit deinem Herzarsch. War ich doch gerade eben und hab die Tier... Hä? Bin ich jetzt total behindert? Ist hier unser Spawn? Hä, wo haben wir gebaut? Eine Miezekatze. Ah, da. Bin schon zu Hause und find's nicht, weil ich mich im Kompass im Kreis drehe. Seht ihr, das ist halt, der Kompass zeigt direkt auf den Spawn und wir sind auf diesem Berg gespawnt und haben halt ein paar Meter weiter gebaut. Kann in Einzelfällen dann doch zur Verwirrung führen. So, aber jetzt haben wir es ja gefunden. Jetzt noch schnell auf den Berg. Ne, bevor wir auf den Berg gehen, wie viel Eisen habe ich jetzt im Inventar? 4, das reicht nicht ganz, aber das ist kein Problem. Nehme ich mir jetzt schon mal Wasser mit, dass ich mir oben meinen Brunnen machen kann. Ja, auch ein Hundi geht baden. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten, weil wir ein bisschen Eisen hier brauchen. Weil wenn ich 4 Eimer Wasser, dann kann ich mir oben einen unendlichen Brunnen machen, dann müssen wir das nachher nicht mehr machen. Ich glaube, 3 Eimer reichen auch schon. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen gehen wir lieber auf Nummer sicher und machen 4. So, kommen noch 2 Eisen.
So, jetzt aber ab nach Hause. Ich kann schon nicht mal mehr rennen, weil ich nur noch 3 Essenspunkte habe. Ah, einen Berg hoch werden wir es jetzt noch schaffen. Unbedingt mal einen Aufzug bauen. Irgendwie mit Wasser oder so. Oder zumindest mal eine Treppe in den Berg schlagen. Weil dieses Berghochgehüpse hier ist halt echt nervig. Bin ich sonst auch mal hochgekommen? Da stelle ich mich jetzt nur gerade dumm an. Na, ich stelle mich dumm an. Holm, Sweet Holm. So, erstmal die Fressalien durchbrutzeln. Oh, dann können wir hier direkt mit Eisen weitermachen. Ach, sehr. Ja, das sind Eichensetzlinge. Mist, ich dachte, das ist Schwarzeiche. So, jetzt erstmal hier wieder vollmampfen. Muss dann eigentlich das zweite Hundi abgeblieben? Keine Ahnung. So, wie ist denn jetzt der Plan? Erstmal die Kohle hier loswerden, das loswerden. Die Kackfedern kommen auch noch weg. Dahin, dahin. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Essen am Start. Hast du ein Bett in der Nähe? Können wir mal schlafen gehen? Sehr nice. So, während wir hier pennen, ziehe ich mir einen Kinderpinguin rein. So, jetzt habe ich natürlich die Axt vergessen. So, du setzest dich erstmal und du auch. Weil ich muss hier ein paar Holzdielen wieder rausreißen. Und wenn ich ohne Werkzeug arbeite, dann schlagt ihr mich immer und das tut doch weh. Jetzt kein Holz mehr, keine Stickies mehr. Oh, ich kotze. Schwarzpulver, verrottendes Fleisch. Öfen, noch mehr Öfen, Birkenholzbretter, perfekt. So, Stickies, und du kommst direkt wieder weg. Erstmal Eisen hier. Ich meine doch eigentlich, hier müsste noch irgendwo eine Axt sein, aber wahrscheinlich übersehe ich sie einfach wieder nur. Also machen wir einfach eine neue. So, erstmal eine Schaufel.
Und eine Axt. Perfekt. Die Axt jetzt natürlich. Man sollte die Axt halt auch vorher aus dem Crafting-Feld nehmen. Dann kriegt man sie nämlich auch. Also, jetzt halt. Und jetzt ab nach oben. Nehmen. So, jetzt haue ich hier erst noch mal kurz 4 Bretter raus. Für unseren Brunnen. 1, 2, 3, seht ihr, 3 hätten sogar schon gereicht. Jetzt hat man nämlich einen unendlichen Brunnen. So, jetzt muss ich erstmal hier die Erde rausklopfen. Das Holz meine ich natürlich. So, ihr kommt weg. Und die Erde hier kommt jetzt auch weg. Weg damit. Und jetzt ich hoffe, das sieht dann von unten auch so gut aus, wie ich mir das vorstelle. Die Arbeit ist hier jetzt nicht umsonst. Nein. Kack-Auto-Jump muss ich jetzt einfach mal ausschalten. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, ob das schon so reicht, wie ich mir das vorstelle. Ja, es ist schon ganz cool, es ist schon ganz cool. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, eigentlich ist es schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich glaube, ich erweitere das noch um diese Ecke hier. Also da auf jeden Fall. Dass es hier noch so rumgeht, dass wir ein bisschen mehr Masse an Wasser haben. Und mal sehen, ob ich vielleicht noch eine zweite Reihe an Eimern vorne dran kübel. Weil das tut die Wassermassen meines Wissens nach auch erhöhen. Ist immer aber nur gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite, weil ich spiele zwar schon ewig Minecraft, aber ich merke mir immer nur die Hälfte. So. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall hier noch die Wasser, das Wasser,